SWR 2 Zeitwort. Mykene, glanzvolle Stadt der Antike. 1600 vor Christus die erste Hochkultur auf europäischem Festland. Mykene mit dem sagenumwobenen Fürstenpalast, umgeben von einer mächtigen Festungsmauer. Es sind übrigens von der Mauer noch Reste und das Tor erhalten. Über ihm stehen Löwen. So steht es in einem antiken Reiseführer. Pausanias, der Reiseschriftsteller, beschreibt darin die Mauern und das Löwentor von Mykene und behauptet auch, hinter diesem Löwentor befinde sich das Grab des Agamemnon. Und das hat Schliemann 1:1 geglaubt und hat gesagt, krieg erstmal das Löwentor frei. Und dahinter befand sich ein großer Platz, Grabrund. Und dort hat er dann 1876 angefangen zu graben und wurde dann sofort fündig. Die Grabungskampagne startet, heute vor 143 Jahren, am 7. August 1876. Und was Heinrich Schliemann in den folgenden Wochen in Mykene zutage fördert, ein wahrer Schatz, Goldobjekte von insgesamt 13 Kilo Gewicht, Bronzeschwerter, silberne Tassen, Alabastervasen, war 2019 im Badischen Landesmuseum Karlsruhe zu sehen. Eine Ausstellung, kuratiert von Katharina Horst. Großartigstes Fundstück war, 1876 in Mykene, eine Maske aus gelb-rötlichem Goldblech. 26 Zentimeter hoch, in das Blech das Gesicht eines bärtigen Mannes getrieben. Wer das wohl sein könnte? Für Heinrich Schliemann war die Sache klar. Kaum hatte er die Goldmaske gefunden und darunter einen Leichnam gefunden, der noch einigermaßen gut erhalten war, hat er sofort an den griechischen Minister telegrafiert. Da muss man sich vorstellen, er findet etwas und schreibt dem griechischen Minister sofort, er habe einen Mann mit rundem Gesicht gesehen und so habe er sich Agamemnon vorgestellt. Tatsächlich ist die Goldmaske aus einer Zeit 400 Jahre vor Agamemnon, falls es ihn überhaupt gegeben hat. Aber wessen Abbild zeigt denn nun die Goldmaske? Natürlich war es nicht Agamemnon, aber das war auch Schliemann nicht so wichtig. Hauptsache der Name ist gefallen, den alle kannten, alle Schulkinder kannten. Früher waren ja die homerischen Epen viel, viel weiter in der Bevölkerung bekannt als heute. Sobald ich sprechen gelernt, hatte mir mein Vater die großen Taten der homerischen Helden erzählt. Ich liebte diese Erzählungen. Sie entzückten mich, sie versetzen mich in hohe Begeisterung. Aus den Erinnerungen Heinrich Schliemanns. Für ihn war klar, Homer beschreibt in der Ilias historische Wahrheiten, zum Beispiel aus dem Trojanischen Krieg. Aber hat es den Krieg wirklich gegeben mit einem König Priamos in Troja und einem Angreifer aus Griechenland? Schliemann stellte sich die Frage überhaupt nicht. Vor Mykene hatte er in Troja gegraben und den Fund Schatz des Priamos genannt. 1873 war das. Jetzt, 1876, sucht er in Mykene Priamos Widersacher, Agamemnon, und erklärt, ihn gefunden zu haben. Endlich konnte ich den Traum meines Lebens verwirklichen und das Vaterland der Helden besuchen, deren Abenteuer meine Kindheit entzückt und getröstet haben. Nach heutigen Maßstäben hat Schliemann nicht sehr sorgfältig und zu schnell ausgegraben. Er hatte es eilig, berühmt zu werden. Deswegen wird er oftmals als Schatzgräber bezeichnet, aber ganz so arg und so schlimm würde ich das jetzt nicht sagen. Schliemann habe bei aller Kritik große Verdienste, erklärt Katharina Horst, die Expertin für klassische Archäologie. Zum Beispiel hat er auch mit seinen Grabungskampagnen die Methodik in der Altertumskunde verändert. Im 19. Jahrhundert waren die Archäologen ja eher Philologen. Also sie suchten quasi in Büchern, rekonstruierten durch die antike Literatur die antiken Kulturen. Also eine rein philosophische Befassung mit der Antike war das. Heinrich Schliemann hat die Feldarchäologie etabliert. Und über 100 Jahre nach seinem Tod gilt er immer noch als berühmtester Archäologe Deutschlands.